Ach so, wenn ich manuell so eine richtig starke Drehung mache, die aber noch nicht den Sprint beendet. Okay. Dann habe ich unendliche Ausdauer. Das werden die fixen. Ich muss jetzt hier rechts über die Brücke. Oha, Plätze. Los, los. So, dann habe ich das hier auch markiert. So. Ah, oben. Die lustige Witwe. Sprich mit dem Totengräber. Der Fall des Hauses Rückkehr. Ja, Auftrag mysteriöse Spuren. Du bist herzlos. Ich hab Geld in meinem alten Haus. Das höre ich schon, seit du eingezogen bist. Dann geh doch und wohn dort. Aber da haben sich Bestien ein. Auftrag mysteriöse Spuren. Oh. Was denn? Ich bin wegen des Auftrags hier. Hast du eine Ahnung, was für ein Monster es ist? Nein. Aber es muss ziemlich groß sein. Es hat ein Dutzend Wölfe gerissen und ausgeweidet. Aber das meiste hat es übrig gelassen. Das heißt, dass es aus Bosheit tötet. Nachts hört man es wild heulen und bellen. Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald, obwohl das Dorf hungert. Ich kann mich um das Monster kümmern, aber nicht kostenlos. Wie viel willst du? Oh Mann. Hm? Woher sollten wir so viel Geld haben? Bist du neu hier? Hast du noch nicht gesehen, wie die Leute leben? Du verlangst viel. Naja, angesichts der Arbeit, geh ein paar Kronen runter, dann kommen wir ins Geschäft. Das können wir dir zahlen. Tja. Gut, ich kümmere mich darum. Das Glück war uns hold, als es dich hergeführt hat. Gute Jagd wünsche ich. Stufe 20. Tot.
Totengräber. Oh. Da habe ich irgendwas da hinten vergessen. Ja gut, ich habe einen Schnellreisepunkt, da kann ich dann recht schnell hin. War ich jetzt hier? Das ist aber ein Stufe 10 Auftrag. Rechts und Seitenklang. Mein armer kleiner Spannenlang. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ihr habt offenbar ein Problem. Werden die Gräber geöffnet? Wenn es nur das wäre. Da kommen immer wieder üble Bestien, verschlingen, was frisch ist und ziehen dann weiter. Gerade hat es wieder angefangen. Ich dachte mir, einfach drinnen bleiben nachts und die Tür verriegeln. Aber plötzlich fehlte eins der Kinder. Ist es auf dem Friedhof verschwunden? Nein, aus dem Dorf. So eine kleine Rotznase würde nicht alleine herkommen. Und ich habe in der Nacht eine Art Winseln gehört. Und du bist nicht rausgegangen und hast nachgesehen? Glaubst du, ich bin blöd? Wer Monster hat, braucht einen Hexer. Reden wir über meine Belohnung. Machen wir erstmal 300. Also wirklich, das ist viel verlangt. Zu viel, sozusagen. Machen wir 275? Nur ein bisschen zu viel. Wir werden uns schon einig, das weiß ich. Feilschen ist ebenso eine Kunst wie zahlreiche andere Künste. Das ist der beste Vergleich, den ich je gehört habe. Wie die anderen ganzen Vergleiche, die ich jemals gehört habe. Nur ein bisschen zu viel. Wir werden uns schon einig, das weiß ich. Feilschen ist ebenso eine Kunst wie zahlreiche andere Künste. Nur ein bisschen zu viel. Oh. Wir werden uns schon einig, das weiß ich. Feilschen. Dann 250. Der Preis ist angemessen, wenn man das Ungetüm bedenkt. Ich weiß ein bisschen was darüber. Das war 10 über dem, was ich normalerweise hätte verlangen können. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. So. Damit kommen wir zurück zu der Herrin des Waldes. Pferd, herkomm. Ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Keinen Schritt weiter, sonst bist du gleich so groß wie die anderen. Hey ho! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ich mach dich kalt, niederträchtiger Mutant. Nicht sprinten.
So einfach funktioniert das. Los, lauf! Ups. Sind doch ein paar viele. Wurde ja langsam fast eng. Heya! Richtiges Gewitter. So richtig mit Blitzen, die zwar nur moderat aussehen, aber richtigen Blitzen. Irgendetwas wurde hergestellt. Hey! Oha, letzte. Moment. Muss ich das nicht irgendwie untersuchen oder sowas? Tja, der süße Weg, was? Darf ich raten, diese beiden Hütten? Lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich, jetzt endlich ist Schluss mit dem Gebell.
Der Koch ist ein Gemeiner. Drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Moment, Fiona. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Ja, das macht Sinn. Also, Fiona, du machst es eigentlich so, wie ich es dir gesagt habe. Es ist... Ich habe ja irgendwo gegen Ende dann angefangen, über Witcher 3 zu erzählen und was ich so an Extras habe, das schneidest du weg, komplett. Das existiert nicht. Und dann gibt's halt irgendwie einmal so eine Stunde oder eineinhalb. Meinetwegen bis zum Epilog. Und dann gibt's einmal den Epilog. Und das war's auch schon. Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteck die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Hört mal, das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr? Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Die kommen mir verdächtig vor. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er vier Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung. Aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Du bist die Hexe. Und du wirst Kinder kochen. Eine Reise ans Ende der Welt.
Für eine Verwandte der Harpien. Ah, Sirenen, sehr schön. Wie du willst, sofort. Okay. Tja, theoretisch macht das mehr Schaden. Aber ich denke mal, diese 27 Rüstungsdurchbohrung macht mehr. Weiß ich aber nicht, keine Ahnung. Ich bräuchte mal eine Formel, wie die den Schaden berechnen. Dann weiß ich mehr. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Guten Morgen, Watch to You. Ich spiele jetzt seit 8 Stunden? 9? Wobei ich etwa eine Stunde mit damit geplagt war, dass das Spiel abstürzt. Und ich bin jetzt Level 6, glaube ich. Und habe wie kann man das Hauptquest technisch erklären, ohne was zu spoilern? Also ich bin auf jeden Fall schon Richtung Novigrad. In etwa so kurz davor hinzukommen. Und so viele Nebenquests davor. Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort. Geh fort. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Behandelt eure Oma euch gut oder tut sie euch weh? Nie. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Also ich zeig mal dann gleich die Karte. Ich mach zwar viele Nebenquests, aber nur weil ich momentan leveln will. Also es ist wirklich absurd, wie die Monster einfach mal Wegrand, Level 1 Monster, Level 2 Monster, Level 20 Monster. Es ist einfach so absurd. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Also wie gesagt, ich sag immer noch, dass die Oma die Hexe ist. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. 1, 2, 3, 18, 19,
20. Alles muss versteckt sein. Ich bin übrigens auch morgen den ganzen Tag aktiv. Also. Hallo, kleine Fußspuren. Hab ich dich. Wie hast du mich gefunden? Wo habe ich nochmal angefangen? Irgendwie hier. Da sind weitere Fußspuren. Aha. Kann ich das irgendwie als Leiter benutzen oder wie ist das? Weil da kommen zwar kleine Kinder rauf, aber wie komme ich da hoch? Ah, okay. Okay, funktioniert nicht. Hab dich. Komm raus. Ach, in diesem Heuhaufen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist verständlich, klar. Akzeptiere ich. Ich habe auch mir schon gedacht, dass du nicht so viel mit zuguckst, weil du das lieber selber spielen möchtest. Wobei ich sagen muss, auch jede einzelne Nebenquest ist schon irgendwie eine eigene Geschichte. Fußspuren. Oh, sogar zwei. So, hier haben wir welche. Ich kann dich sehen. Fast nicht. Und dann haben wir hier noch Fußspuren. Der ist... Hä? Okay, der ist durchs Fenster geklettert. Ach ja, und ich erinnere noch mal kurz. Ich erinnere noch mal kurz an die Diskussion hinsichtlich, packt es das auf Ultra oder nicht? Das hier sind meine Einstellungen. Nein. Und dementsprechend, das ist so absolut geil. Ich hab nur wegen dem Prozessor zwei Einstellungen nicht auf Ultra. Ich hab alle gefunden. Du bist ein Zauberer, oder? Zauberst du uns bei der Hütte was vor? Nein, ihr habt mir was versprochen. Ich hab euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar. Haben wir ja versprochen, oder? Immer noch mit der 970er. Okay, ich spiele es mit konstant 30 Oma, FPS. Eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt.
Ja, das ist aber auch das, was ich gesagt habe. Und ich habe auch mal die Auslastungen von meinen Systemen gesehen. Das Spiel verbraucht 1,3 GB Grafikspeicher. Und meine Grafikkarte zu 50%. Okay, 80, wenn ich Nvidia HairWorks anmache. Das Einzige, was wirklich überfordert ist, ist mein Prozessor. Ich bombe da irgendwann mal dann ein i7 rein und das Ganze läuft dann in keine Ahnung was für Systemen ab. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot, verhungert oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, habe ich Schreie gehört, dann Lachen. Ich habe mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien, die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Übrigens, als Zwischeninfo, ich bin nicht nur morgen sehr stark aktiv, ich bin die gesamten nächsten 2 Wochen stark aktiv. Also ich werde wirklich, wirklich, wirklich viel spielen in den nächsten 2 Wochen. Weil diese Woche habe ich fast nichts zu tun. Ich habe nur 2 Termine. Donnerstagmorgens und Freitagnachmittags. Und das war's. Und die nächste Woche habe ich insgesamt komplett frei. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas, sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden.